Wenn ihr sehen wollt, wie ihr dieses Augen-Make-up schminken könnt, dann bleibt dabei. Als erstes verwende ich für die Basis einen Lidschattenstift von P2, damit später der Puder-Lidschatten besser hält und die Farben besser zur Geltung kommen. Diesen verteilt ihr auf dem gesamten beweglichen Lid und auch etwas in den inneren Augenwinkel. Jetzt trage ich einen weißen Lidschatten über meine Basis im inneren Augenwinkel auf. Das lässt die Augen frischer und wacher erscheinen. Auf die Mitte vom Lid kommt ein pinker Lidschatten. Hier verblende ich die Übergänge. Als nächstes kommt ein fliederfarbener Lidschatten in den äußeren Augenwinkel. Mit einem dunkleren Lilaton male ich leicht über die Lidfalte. Das dunkle Braun kommt nur außen direkt in die Lidfalte. Das verleiht dem Make-up Tiefe und intensiviert den Blick. Damit man das Lila besser sieht, male ich damit noch einmal drüber. Als Highlight unter dem braunen Bogen trage ich wieder den weißen Lidschatten auf. Und blende damit auch die Übergänge aus. Mit einem lilafarbenen Kajal zeichne ich eine sanfte Linie unter dem unteren Wimpernkranz. Für den Lidstrich wähle ich einen braunen Kajal, aber ihr könnt natürlich auch schwarz nehmen. Jetzt trage ich noch einen weißen Kajal im Auge innen auf. Auch hier könnt ihr wieder schwarz nehmen, wenn ihr das Augen-Make-up insgesamt dunkler haben möchtet. Ich male mir gerne auch noch meine Augenbrauen etwas nach, aber der Schritt ist nach Bedarf.
Jetzt müsst ihr nur noch ordentlich schwarze Mascara oben und unten auftragen. Und schon habt ihr ein Tages- oder Abend-Make-up, das zu jeder Augenfarbe passt und mal eine Alternative zu Braun oder Grau ist. Um das Make-up perfekt abzurunden, könnt ihr noch roséfarbenen Lippenstift oder Lipgloss und Rouge auftragen. Ich hoffe, euch hat mein allererstes Tutorial gefallen. Wenn ja, dann lasst es mich doch in den Kommentaren wissen. Für mehr Tutorials abonniert einfach kostenlos meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal.